Nur wenn sich eine Nation erhoben hat, kann sie ihre Vergangenheit, als sie am Boden lag, aufrichtig betrachten und kritisch überprüfen. Während der Herrschaft des Qing-Kaisers Daoguang exportierten englische Kaufleute jährlich 1800 Tonnen Opium im Wert von 30 Millionen Taels Silber. Die jährlichen Steuereinnahmen Chinas betrugen 40 Millionen Taels Silber. Angesichts des sich verheerend auswirkenden Opiummissbrauchs erließ der Kaiser einen Erlass zum Verbot des Opiums. Er erteilte Lin Zexu Vollmacht, dieses Übel zu bekämpfen, was zu Unruhe innerhalb der chinesischen Regierung und zur Konfrontation mit dem mächtigsten Reich der Welt führte. Verehrter Herr, der Generalgouverneur Lin Zexu ist eingetroffen. Ja, Herr. Was ist das? 1000-jähriger Stein, der stammt aus dem Dongtingsee. Als Medizin angewandt, heilt er angeblich von der Opiumsucht. Versuchen Sie es, verehrter Lehrer? Ich schäme mich so sehr. 60 Jahre lang habe ich dem Kaiser treu gedient. Wer hätte gedacht, dass ich als alter Mann dem Opium verfalle? Warum bist du hier? Weißt du, warum unser Kaiser dich nach Peking kommen ließ? Ich vermute, dass der Kaiser die Absicht hat, das Opium zu verbieten. Das Opium, das in China unbekannt war, ist ein schreckliches Gift. Es zerstört Geist und Gesundheit des Volkes. Ich wurde selbst ein Opfer dieses Giftes. Genauso wie die Beamten und die Adligen in der Kaiserstadt. Opium zu rauchen oder zu nehmen ist sehr gefährlich. Doch gleich ein Opiumverbot durchzusetzen, das würde, glaube ich, noch viel gefährlicher sein. Euer Schüler wäre euch für einen Rat dankbar. Es gibt gute Gründe, den Handel mit Opium zu verbieten. Denn die Zöllner sind bestechlich und die Beamten sind käuflich und der Kaiser ändert seine Meinung schnell. Den, der versucht, ein solches Verbot durchzusetzen, erwartet mehr Unglück als Glück. Und darum gebe ich dir den Rat, überlege es dir gut, bevor du dieser Berufung zustimmst. Meister, euer Schüler dankt euch vielmals. Daddy, du tötest Seemöwen. Richtig, aber das ist doch nur ein Spiel. Land in Sicht! Das ist China! Es ist China! Daddy, wollt ihr wirklich an Land gehen? Natürlich. Zieh dir lieber was anderes an. Danke. Junge Damen sind nicht unbedingt willkommen in China. Gott möge stets mit dir sein, mein Sohn. Danke. Die Geschichte von Jesus gefällt mir sehr. Aber leider sind Bücher wie dieses hier im himmlischen Kaiserreich verboten. Darum muss ich es hier lassen. Hier bitte. Aber das ändert sich vielleicht mal, Chanzi. Lin Zexu, du bist einer der wichtigsten Beamten des kaiserlichen Hofes. Der Opiummissbrauch hat überhand genommen. Was würdest du dagegen unternehmen? Eure Majestät, ein strenger Erlass von euch und von eurem Kabinett erlassene Gesetze, die Beamten befolgen müssen, könnten ein Opiumverbot durchsetzen. Ach ja? Ist das wirklich so einfach? Ihr mit eurer Macht schafft überall Ordnung. Lin Zexu, da du so sicher bist, wirst du dich unverzüglich nach Kanton begeben und dort den Kampf gegen das Opium aufnehmen. Eure Majestät, euer unbedeutender Diener bedankt sich für euer Vertrauen. Und er würde sich gern dieser Aufgabe aufopferungsvoll stellen. Doch leider bin ich schon seit Jahren krank. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod, aber vielleicht bin ich zu schwach, um eurem Auftrag gerecht zu werden. Lin, ich kenne mich ein wenig in der chinesischen Medizin aus.
Komm, lass mich bitte deinen Puls führen. Hm? Dein Puls ist sehr unregelmäßig. Wenn du erlaubst, dann schreibe ich dir gerne ein Rezept. Wie könnte ich widersprechen? Linzechü, es gibt drei Ursachen für deine Krankheit. Erstens, du fürchtest, dass ich dir eine schwierige Aufgabe stelle, die aber nicht die nötige Macht verleihe, sodass deine Möglichkeiten zum Handeln eingeschränkt sind. Zweitens, du fürchtest den Widerstand der anderen Hofbeamten, sodass das Opiumverbot nicht durchgesetzt werden kann. Und drittens, du fürchtest vor allem, dass ich irgendwann meine Meinung ändern könnte, wodurch du in Lebensgefahr geraten würdest. Sind das die drei Ursachen? Habe ich recht, hm? Majestät, ihr habt die Ursachen erkannt. Ich gestehe, dass ich all dies befürchte. Doch es geht nicht darum, ob ich leben oder sterben werde. Es geht um Gedeih und Verderb des Kaiserreichs. Kaiser Shizung hatte schon vor 109 Jahren ein Verbot des Opiums erlassen. Trotzdem ist es heute so verbreitet wie nie zuvor. Und wenn ein solcher Erlass wieder keinen Erfolg haben sollte, wird von einem Opiumverbot in Zukunft keiner mehr zu reden wagen. Keine Angst. Lin Zexu, ich meine es ernst. Ich werde dir dafür ein Beispiel geben. Lü Sefan, der Meister, er war nicht nur dein Lehrer. Ich vergesse nie, dass er auch mich unterrichtet hat. Als ich 5 Jahre alt war, da brachte er mir Kalligraphie bei. Und als ich 6 war, da lehrte er mich die klassischen Werke. Und was ist er heute? Heute ist unser Meister dem Opium verfallen. Unser heiliger kaiserlicher Hof ist im Begriff, eine Opiumhöhle zu werden. Diese 1000 Jahre alte Arznei kann nur ein Opfer des Opiums retten. Aber ich will das ganze Reich retten. Versiegelt das Haus von Lü Sefan. Enthebt ihn des Amtes und übergebt ihn sofort dem kaiserlichen Gericht. Komm mit. Lin Zexu! Euer Untertan nimmt die Berufung an. Ich kehre nicht mehr nach Peking zurück, wenn ich versage. Mr. Dent. Guten Tag, verehrter Herr Hahn. Guten Tag. Erinnern Sie sich an Kapitän White? Guten Tag. Ah, ja, guten Tag. Wir haben bereits alle Luken geöffnet, verehrter Herr Hahn. Bitte überprüfen Sie die Waren. Ja. Diese Kiste werden wir heute Nacht in eure Residenz bringen. Zum Wohl. Der Oberkommissar des Kaisers, Lin Zexu, wird schon bald nach Kanton kommen. Und darum bitte ich Sie, sehr vorsichtig zu sein und die Gesetze zu beachten. Einfuhrerlaubnis.